So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Weil, eigentlich nehme ich das immer Mittwoch früh auf, hau das Mittwoch raus. Jetzt nehme ich es gerade Mittwoch nachmittags auf für Donnerstag, weil gestern Abend ja die Oktober-News veröffentlicht wurden und wir die dann einfach am Mittwoch ins Rampenlicht stellen wollten. Es gab aber kein Rampenlicht am Mittwoch, es gab eine Raid-Stunde, bin ich mal gespannt, was ich da bekommen habe. Obwohl die bei mir hier noch aussteht, rede ich jetzt schon von der Vergangenheit, obwohl es die Zukunft ist. Das aber egal, denn wir haben heute wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Also ihr braucht mich heute Abend nicht einladen. Ich werde aber am Donnerstagabend nochmal Raids für Zuschauer machen mit Ibeltal, denke ich mal. Weil viele gerade immer noch gehypt sind und der Oktober dann ein bisschen abklingt. Wissen wir jetzt, und Ibeltal einfach das beste Pokémon ist im Oktober. Obwohl September ist. Egal, jetzt auf jeden Fall die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Thomas. Der hat ein 100% Togedemaru bekommen und auf Level 50 gepusht. Wo ich mich frage, warum, Thomas, warum tun sie das? Der schöne Staub, warum dieses Pokémon? Ist das nützlich? Kann das was? Was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Der hat einfach dieses Bild reingeschickt und sich gefreut. Kann man ja mal machen, okay. Doch Kippen 18, ne, hat zwei Galaarctos-Vögel gefangen. Hintereinander wahrscheinlich. Sind die alle aus dem gleichen Rauch? Ne, der eine ist schon alt, der andere ist neu. Zwei Arctos. Ich habe auch zwei Arctos. Willkommen im Club. Die anderen zwei habe ich leider noch nicht gefangen. Dann haben wir hier Henry Nicky gerade aus der Forschung bekommen. 100% Trassler. Dann bin ich mit Henry Nicky Glücksfreund geworden durch einen Raid gemeinsam, den wir gemacht haben für die Interaktion. Haben getauscht und dann ist auch was ganz Tolles passiert. Das seht ihr aber gleich. Leon hat wieder mal ein paar Merchandise-Sachen versucht zu machen mit Adi Schatz. Alles Gute! Und wundert euch nicht über das Bild vom Adi, das habe ich ihm geschickt. Das war damals, als Adi im Waschbecken gelegen hat und hat so hoch geguckt und sah einfach aus wie ein Schwein. Und das, der Spruch, diese Stimme, dieses Adi Schatz, alles Gute, das ist so bescheuert, aber irgendwie ein Running Gag geworden, dass dieses Bild am besten dazu gepasst hat. In verschiedenen Farben, aber wir ziehen erstmal so Entwürfe, könnt ihr mal wieder reinschreiben, wie ihr das findet, ne? Dann habe ich auf dem kleinen Account, auf dem Samyang, ein 100% Katagami bekommen, bei gerade mal 20 Raids. Alles mit dem täglichen Pass. Es geht also auch so, während man mit dem Main immer 1000 Raids machen muss, bis man das 100er bekommt. Julchen hat ja getauscht mit Flexmann. Danke an Flexmann für den genialen Tausch. 100% Glücks Tobutz. Das fehlt mir auch noch als 100er. Und Selfe, ich habe nur Vesprit. Hier, back to back, das habe ich gemeint, als ich mit Henry Nicky den Glückstausch gemacht habe, sind wir direkt wieder lucky geworden. Funktioniert ja so, bei manchen ist ein richtig tolles Gefühl, das so zu haben. Manche sind noch nie lucky gewesen, manche werden lucky und dann irgendwann in 100 Jahren wieder. Aber back to back lucky ist einfach eine richtig coole Sache. Henry Nicky auch endlich was Neues in der Sammlung hier. Shiny Hypopotas, Mark niemals, 100% Ibeltal. Am Dienstag aus dem Raid-Stream, Raids in Dortmund, 100% bekommen. Iversoft und ich sind auch Glücksfreunde geworden. Da habe ich auch was getauscht mit dem Iversoft und habe jetzt endlich ein 100% Registeel. Nach Regirock und Registeel fehlt mir also nur noch Regieis. Die nächsten Lucky Trades, die ich machen werde, ist also mit Regieis. Ist nicht das coolste, krasseste Pokémon, aber alle guten Pokémon habe ich schon in 100% auf Level 50. Also muss ich mich irgendwann um die schlechten, minderwertigen Pokémon da unten kümmern. Sowas wie Suicune zum Beispiel fehlt auch noch. Während ich die anderen zwei, Hunde oder Raubkatzen, die habe ich. Die sind nützlicher. Das, was ich nicht habe, ist das Unnütze. Daniel Larf haben wir hier mit seinem Mega Koloss auf Level 50 auch. 100%. Ja, das sieht gut aus, ne? 18.07., zwei Tage nach meinem Geburtstag. Dann haben wir hier noch aus dem Glückstausch heraus ein Juhu bekommen. Ein Datiri auch, 100% Lucky. Hier ein Shiny Tansa, Shiny Onyx, schöner Hintergrund natürlich. Shiny Farbigel getradet Lucky mit Level 1. Ein Level 1er Shiny Lucky ist für viele wahrscheinlich auch was Besonderes. Die sammeln nämlich Glückslegendäre auf Level 1 oder die sammeln andere Sachen auf Level 1. Daniel Love hier immer noch mit einem 100% Togepi, noch nicht ganz auf 50,
pusht da aber wahrscheinlich gerade hoch, so wie das aussieht. Dann ein Fashion Week Smetbau jetzt im Event mit Schleife, mit Kostüm, auch als Shiny Shania, 100% Skalyk. Und wer jetzt sagt, boah, die Dreckspoofer, das kriegst du aus dem 12-Kilometer-Ei vom Rocket Rübel, da muss sie ja in New York gewesen sein. Nö, sie hat sich das rübergetauscht von der Aquana Girl, erhalten in New York, ausgebrütet Honolulu. Wer jetzt noch was Falsches denkt, der hat keine Ahnung, der hat's wohl erkannt. Aber 100% Skalyk beim Tausch erhalten, ohne dass es ein Lucky Trade war, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Shiny Pichu auch noch gebrütet, das hatte ich auch noch nicht wild gehabt. Metagross, soll ich sagen 100% Metagross, ich bin von den 100ern so verwöhnt. Ey. Wildes Metagross, habt ihr schon mal ein wildes Metagross gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann Alola Slimer gebrütet, auch mit 100%. Wildes Gengar, wildes Aquana, für sie natürlich komplett das Highlight, ist ihr Lieblings-Pokémon. Erster Raid direkt Shiny, alle sagen immer nur noch Bacon dazu, sieht aus wie so Schinken zum Braten, ne? Bacon Shiny, Ibeltal, das zweite, das macht schon hier die Hand vors Kopf. Dann drittes, netter Abschluss für den Stream, danke für die Einladungen. Gestern also 21,60 wäre das 100er. Das ist ein 96er Shiny Ibeltal. Ich kann gleich vorweg sagen, wir haben viele Shinies, wir haben viele Hunderter von Ibeltal bekommen. Es gab mehrere Leute, die ein Shiny 100% Ibeltal bekommen haben, aber keiner von denen hat es für Raider Mittwoch eingereicht, deswegen können wir euch hier keins zeigen. Das wäre vielleicht safe ein Schocker der Woche gewesen. Wenn die Leute es aber nicht einreichen, dann nehme ich es nicht. Ich suche mir das nicht selber, ich nehme nur das, was mir wirklich geschickt wird. Das mal nur zur Erklärung, ja. NetGhost aus der Forschung gezogen, 100% Parfi. NetGhost, Shiny aus dem Stream, auch relativ gute IV. 21,48, Lukas auch hier Shiny mitgenommen. Gossi, Venom Pikachu. Gut, das wurde mir nicht geschickt. Das wollte ich aber zeigen einfach bei Gossi, die Sandra Gossi, ne, die Master Gossi, ihr kennt sie alle. Die malt nämlich gerne, die zeichnet gerne und hat ja dieses super Venom Pikachu reingebastelt, reingemalt. Das zu Halloween als Kostüm wäre doch richtig genial. Und irgendwann alle Avengers von Marvel als Kostüme wie Spider-Man und so, alles im Pikachu als Kostüm. Da könnte ich mir eine Kooperation... Kollaboration, es ist ein Kollabo. Das könnte ich mir gut vorstellen. Machen sie eh nicht. So. Ich bin Niantic. Der Lakritzhund, Sarina, was hatte ich hier? 100er Zurokeks, Shiny Magpie, Shiny Ibeltal, Shiny Absol, Shiny Lakritzhund und hier für mich auch ein Highlight, 100% Kaguron. Ohne viel Raiden, einfach das 100er. Das ist das nächste Rarigi Steel, was ich brauche. Burkhardt, auch Shiny Absol, mit Brille, Shiny Flunschlick, auch interessant, die Stopstar zeigt uns Burkhardt. Burkhardt hier, Shiny Chanera, Shiny Furnifras, Shiny Bronzel bei Luigi Sarada, Schäfe 24, das 100er Ibeltal, natürlich aus Raids mit Zuschauer, ansonsten gute Woche, ein paar Shinies und das 100er Visor. Shiny Togepi, Shiny Absol und Kirlia mit Kostüm Visor 100 und natürlich das 100% Ibeltal. Das ist das, was viele momentan natürlich suchen. Der Deku mit Ria 6, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, hat ja auch ein Galalavados gefangen in seinem Rauch. Das ist sehr cool. Pokehunter, auch diese Woche ist ein bisschen was zusammengekommen. Das Mangunio ist beim Einkaufen geplust. Das Voltrian, ein Lucky Trade mit meinem kleinen Account. Shiny, Magnetilo, Zickzacks, Shigi, aber Krypto, Shigi Krypto, Kamaup 100, Mangunio geplust, wie gesagt, Shiny, Picochilla, Shiny. Die zwei Pandya habe ich mal so gezeigt, weil Pandya finde ich immer noch richtig cooles Pokémon, fehlt mir auch ein 100er. Also da muss ich irgendwie vielleicht mal Pandya Quests machen, ansonsten wird das nix. Oder Pandya Trades. Wie willst du an den 100er kommen, wenn du nichts mit dem Pokémon zu tun hast? Und natürlich das 100% Voltrian, was auch momentan bester Angreifer mit ist gegen Ibeltal, Elektrone. Den hätte ich auch gern, aber das hat Zeit. Wenn das mal Shiny reinkommen würde, dann würde ich auch 100er Hand machen mit Shiny und allem drum und dran. Und das noch hinterher, 100er Kramurks, dann Koselinchen, grüß dich Ramon. Diese Woche nur ein Glückstreffer, aber immerhin ein Shiny. Das seltsam schwarze Aragua hat meine Tochter gefunden, deshalb habe ich es auch nur von ihrem Handy abfotografieren können. Vielleicht ist das ja was.
Also, Pandir, wisst ihr ja, wie es aussieht, aber dieses Arakwa wollten wir euch nochmal zeigen, was übrig ist, wenn ihr Insekten röstet. Durch Erlösen ein 100er bekommen. Alexander Aringer, Noctuska, 100. Erlöst, Dedenne, 4 Sterne. 100er, Dedenne, bis Dene, Dedenne bekommen. Oh mein Gott, Grüße an Jinaya. Endlich Shiny Dicter. Aber ohne Hut. Den Hut muss er sich dazu denken. Endlich Shiny Fritzelblitz. Endlich Daniel Schilling gefunden. Endlich ein 100er Janma. Jackpot, 100er Absol. Aluhut, nach Wochen mal wieder die legendären gesehen, sogar zwei bei einem Rauch, was soll ich sagen, immer der gleiche Schönheitspreis, sind nämlich beide geflohen, finde ich sehr gut, 1.38 Uhr, dass du dich da raustraust, bist du denn verrückt, Adi, Schatz, aber das sind genau, ne, einer, der mir noch fehlt und einer, den ich habe, Aluhut, nach nicht mal einer Stunde vom Beginn des Events, genau das Shiny, was ich wollte, ich glaube, Absol ist momentan ein Kandidat für viele, als Wunsch-Pokémon, was sie jetzt im Event haben wollen. Rot mit weißem Fell und schwarzer Brille. Das ging schnell. Erster Raid, Andy Project. Auch ein fliegendes Stück Bacon, auch mit relativ guten IV. 15, 15, 12, 11. Schreibt es mir in die Kommentare. Dandro, Max Out Monday. Der hat einfach ein 100% Krypto Metagross. Mit beiden Attacken, mit Zidai-Attacke auch und als Best Buddy 4286 hier gemaxt, hochgezogen, fettes Teil. Dann Sören, der Yendik sagt, gute Besserung. Fällt mir ein, Alter, das hätte eigentlich Schocker der Woche sein müssen. Krypto-Metagross 100% Level 50 Max Best Buddy Badge. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt habe ich was anderes, habe ich gar nicht gesehen beim Durchgucken. Na, Yendik sagt, gute Besserung, Feuriegel, 100% gute Besserung, ja, ist nämlich der Koronnesmann mittlerweile. Sören auch noch, wenn man rotzevoll nach Hause kommt und den Lichtschalter mit der Klingel verwechselt. Dieses Bild fand ich sehr interessant. Kaiser Kai, jetzt muss ich warten, bis ich Sternenhieb bekommen kann. Ist aus der Forschung vom Stall-Event. Wer kennt nicht das Stall-Event, wo die Tiere in den Stall mit Heu niedergebettet wurden und ihr sie füttern musstet und dann irgendwann ist der ganze Stall abgebrannt. Kann man mal mitnehmen. 100% Pandimos. Tipp für Kaiser Kai. Du könntest natürlich auch eine Top-Lade-TM auf einen Metagross einsetzen, um Sternhieb wieder zu bekommen. Falls du eine hast, Burndown Steve. Mein fünftes Baby als 100er. Was waren die anderen vier? Hier, Magby, Selal. 100er. Selal hat mir wieder 150 Bilder geschickt und gefühlt waren 100 Bilder davon irgendwelche Witze und nur 50 was mit Pokémon. Also dieses Verhältnis zueinander wird immer unausgewogener. 100er Habitak, Shiny Snubbull, 100er Kiesling, 100er Kiesling, Glücks, Shiny Miltank. Im Zug sitzt einer mit Sporttasche neben mir und furzt. Er sagt ganz trocken, ich bin zwar Torhüter, aber der war unhaltbar. Ich hab das gestern Abend gelesen, ich saß dort, ich musste lachen, der Adi lag neben mir, hat geguckt, wusste gar nicht, was los ist, weil ich nicht... Ich konnte nicht mehr, ich habe das so, der Torhüter, der war unhaltbar. Das habe ich noch nicht, das muss ich mir unbedingt mal merken. Also demnächst, wenn ich irgendwo bin und furze und jemand guckt mich an, sage ich, der war unhaltbar. Obwohl, ich bin kein Torhüter, dann ist es ja gar nicht lustig. Ach Mann, ich fand den gut. Seltenes Foto eines Hais, der auf einen Legostein getreten ist. Finde ich auch gut. Ah. Aber das mit Despo da ist auch immer noch ein cooles Foto. Dann Selal weiterhin. Shiny Nidoran, Shiny Knofensa, Shiny Rosana, Shiny Rettan, 100er Samurzel, Shiny Stolos aus dem Mega Raid, Shiny Killia mit Kostüm, mit Wetterboost, Shiny Schlappohr aus dem Mega Raid, Shiny Charmian, Shiny Killia mit Kostüm, mit Wetterboost aus dem Abenteuer Rauch, genau, so wollte ich das sagen. Shiny Kramurks, Benjamin Engel, 100% Dresden, Katagami, Benjamin Engel, Duo Raid mit Lenzart, Duo Raid mit Lennart mit Iveltal. Jetzt hätte mir Lennart eigentlich genau dasselbe auch schicken müssen. Guck mal, Duo Raid hier, ne? Finde ich aber lustig, dass Lennart sich
bekriegt auf sportlicher Ebene mit dem Benjamin Engel, aber sie jetzt mittlerweile gemeinsame Sachen machen. Also Benny und Lennart, ne, hauen hier immer ihre Duo-Raids rein. Hier Duo-Raid also mit Evil-Tal, 23 Sekunden übrig. Steht auch da, Lennart, letzter Angriff. Benny kampfstark. Benjamin noch hier mit einem Shiny Absol auch. Elke, Shiny Elekid, Shiggy, Krypto, Shiny, Dodo, Shiny, Bonita, Shiny, 100er Bonita, 4 Sterne, genau, Stolunior, Shiny, Kramurks, Shiny, Elke, Nasknet, Shiny, Felino, Elke, Shiny, Annika, Vogt, Iskala. Kommt das zu spät oder was? Das ist doch schon Vergangenheit. Habe ich das vergessen abzufordern? Es ist auf jeden Fall hier. Wollte. Auch am Start, Akku gleich leer. Thomas Speck, 100% Stallobor, Glücks, Level 50, auch heftiges Pokémon, starker Encounter, ja. Dann Pummeluff, 100, Thomas Bohu, immer noch auf Shiny-Zone. Hat hier mal einfach irgendwas, man weiß nicht, was es ist, habt ihr das schon mal gesehen? Splash! Einfach so, Lennart! Warum kriege ich auf meinem Main ein 100% Keilriem und auf dem zweiten Account Darkrai und Katagami? Ich raide auf dem Kleinen viel, viel weniger, nur zur Raidstunde und immer die Guten auf den Kleinen. Ich finde Kyurem auch gut, muss man alles mitnehmen. Dann, wenn du nur einen Account hast, dann kann das nicht passieren, sagen sie immer im Stream. 100% Katagami, jetzt pass auf, Lennart. 26 Sekunden Solo Katagami. Benjamin hat mich übertrumpft und ich habe wiederum ihn übertrumpft und dann haben wir gemeinsame Sache gemacht. Raid Pass in der Pokémon Suche erhalten, noch nie gesehen. Ja, seht ihr im Hintergrund? Suche, zack. Lennart, Mega Stolos Duo mit Shenaya ging einfacher als gedacht und ohne perfekte Attacken. 53 Sekunden übrig. Kaguron Duo mit Shenaya ging auch viel einfacher als gedacht. 92 Sekunden übrig, sogar. Wieder der falsche Account, Lennart Shiggy 100%. Henry Nicky gerade aus dem Ei bekommen, Shiny Magby. Henry Nicky, danke für den Raid, Shiny Eviltal. Shiny Gladio beim dritten Raid auch 100er Eviltal, sogar mit Wetterboost. Wie gesagt, viele Shinies, viele 100er. Es gab Leute mit Shundos, aber die haben das nicht eingesendet, also ist es hier auch nicht mehr drin. Cumulus, Shiny aus dem Ei gebrütet, genau. Nachtara, ein wildes Nachtara am helllichten Tag. Ich glaube, das ist egal, oder? Dass Nachtara nachts, das kann. Die machen das, wie sie wollen. Ich glaube, die Katze kommt gerade angerannt und. Adi Schatz, wo bist du? Cumulus, ein glückliches Stolos, 100%. Das sieht gut aus. Da gefällt mir sogar diesmal der Lucky Hintergrund, der mir sonst ja nie gefällt. Brainy, ui, gerade wurde es geboren. 100%, zack, was eine hübsche direkt durchentwickelt. Braucht man nicht, müssen wir nicht auf C-Day warten. Das dauert noch, man will jetzt Spaß damit haben, mit der hübschen, ne? Brainy immer noch Bam, ein 100% Bam. Und das letzte Bild, ein 100% Galapafloss von Feuerwehrfra 507. Das ist in Instagram geschickt, wo ich eigentlich nicht so gern was nehme, weil da immer keine Namen dran stehen und man das schlecht abscreenen kann. Wenn man natürlich oben so ein Klebchen in die Ecke schmiert, dann ist der Name auch dran, dann passt das. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Aber wir haben natürlich immer noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Nicht von Daniel Schilling, sondern von Shenaya. Highlight der Safari. Die Leute sagen, puh, Schiebung, aber es gab ja eine Quest, also eine Spezialforschung bei der Safari, wo man dann am Ende garantiert ein Shiny bekommen hat und dieses Shiny war bei Shenaya einfach ein 100%. Das hat sie jetzt durchentwickelt und das ist so ein cooles Andenken meiner Meinung nach, mit Level 15 sonst was, ich glaube, da würde ich auch nichts dran machen, das würde ich einfach wirklich so lassen, wie es ist. Na gut, sie hat es entwickelt. Das ist genau wie bei, wer war es denn? Tick? Sakura? Tick? Irgendein Tick-Mensch war auch bei Sevilla, Safari-Zone, hat dieses garantierte Shiny bekommen aus der Forschung mit Krebskorps, garantiertes Shiny, auch 100% gewesen. Was für ein genialer Moment, wenn du da vor Ort bist vor allem. Wie in Sevilla
und dort aus der Forschung dieses Ding kriegst, du bewertest es, siehst 100%, du bist total geflasht, das ist richtig genial, weil es einfach nicht irgendein Event, eins unter vielen, sondern direkt daran gekoppelt ist. Fand ich cool, hat mir gefallen, ich weiß, wo es herkommt, ist Level 15, ist aus dieser Spezialforschung, einmal kriegst du es, mal gucken, ob das bei, stell euch vor, jetzt Ninja Tom, im Oktober Ninja Tom im Feldforschungsdurchbruch, wer da ein 100% Shiny Ninja Tom bekommt. Ich meine, man hat viermal die Möglichkeit, Ninja Tom zu bekommen und es kann auch Shiny sein. Stell euch vor, jemand hat da ein 100% Shiny Ninja Tom. Das wäre auf jeden Fall der Schocker des Jahres wahrscheinlich. Das Jahr war garantiertes Shiny, aber trotzdem musste man den 100er bekommen. Das andere ist ja nicht garantiert. Also da muss 100er und Shiny erstmal auftreten. Ist noch ein Ticken brutaler. Aber das Krebskorps war ja auch mal Schocker der Woche, weil ich es am coolsten fand. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.